Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zur zweiten Folge von This War of Mine, Staffel 2. So, wir haben die Vorbereitung zum Plündern der Nacht gemacht in der letzten Folge noch und wir können also gleich losgehen. Vorbereitungen natürlich noch treffen. Was können wir mitnehmen? Wollen wir was mitnehmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht das, dann haben wir was zum Handeln. Aber eigentlich Quatsch, das Haus ist doch verlassen. Was erzähle ich denn da? Wir gehen plündern, los. Das Haus ist verlassen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und ich bin gespannt, ob das jetzt dasselbe Haus ist wie beim letzten Mal. Vermute eigentlich schon, oder? Aber es brennt hier nicht. Nein, das verlassene Haus hatte beim letzten Mal gebrannt. So, Plünderer müssen es eilig gehabt haben. Hier sind immer noch... das konnte ich jetzt leider nicht so schnell lesen. So, alles nehmen. Wir nehmen erstmal alles auf. Was ist das denn? So, diese Patronenhülsen, glaube ich, ne? Sniper. Ich hoffe nicht, dass hier Sniper sind. Das Haus soll verlassen sein. Alles nehmen. Na, erstmal alles nehmen. Und wenn ich was anderes finde, muss ich nochmal was aussortieren, glaube ich. So, natürlich wieder darauf achten, ob irgendwelche Geräusche oder sowas zu sehen sind. Die werden ja mal so mit diesem Kreis angezeigt. Da ist die Maus. Aber ich denke mal, hier ist niemand. Was? Zugenagelt? Lässt sich nicht öffnen. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Ich hätte eine Brechstange mitnehmen müssen. Oh, aber hier ist eine Leiter. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Gut. Da habe ich schon Angst, dass wir gar nichts groß plündern konnten. So, alles nehmen. Verlassen. Alles nehmen können wir jetzt nicht mehr. Gibt's Holz? Holz ist eigentlich wichtig, aber ich nehme das erstmal nur so. Und ich schaue mal hier in den Schrank erstmal rein. Das hier ist die Maus. Das brauchen wir definitiv. Das ist Essen, glaube ich. Essen nehmen wir auch mit. So, und jetzt werde ich ein paar Teile wieder rausschmeißen. Und nämlich das hier mitnehmen. Und ein Bücher mitnehmen. So, das andere muss ich mir beim nächsten Mal alles holen. Gut. Guck aber nochmal hier in dem Haufen. Obwohl hier im Haufen, da gibt es glaube ich nur Materialien. Genau. Kann man davon noch was mitnehmen? Nein. Doch. Holz können wir mal nur zwei tragen. So, dann gehe ich mal hier nach oben nochmal. Was heißt nochmal? Wir waren ja noch nicht auf dieser Seite. Was steht denn dort? Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Okay. So, Kühlschrank, da gibt es doch bestimmt was zu essen. Das sollte ich irgendwie mitnehmen. Zucker, Wasser. Das heißt, da wir zu viele Materialien haben, packe ich die erstmal weg und nehme erstmal etwas zu essen mit. Oder? Zucker, Wasser. Wasser wäre auch nicht schlecht. Und wir nehmen das rohe Essen mit. Und vier Stück können wir davon mitnehmen. Nun gut, dann lasse ich aber, glaube ich, auch Bretter. Ja, ich glaube, wir haben in unserem Haus noch genug an Brettern oder sowas. Ich glaube, Essen ist jetzt definitiv wichtiger. Ich könnte ja in der zweiten Nacht nochmal hierher kommen, ne? Das mache ich dann, glaube ich, auch. Das hieße, theoretisch bräuchten wir die Teile dann erstmal nicht, weil wir sowieso noch keine Waffe herstellen können. Also könnten schon, aber nee, ich glaube, ich lasse die erstmal hier, hole die beim nächsten Mal ab und nehme mir erstmal das Essen mit. Und das, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist ja noch keine Medizin in dem Sinne. Ich glaube, ich nehme dafür das Wasser mit. So, hier den Schutt, den räume ich jetzt nicht weg. Ne, ich gehe jetzt raus. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt haben, nehme ich so, wie es ist, mit.
Und im verlassenen Haus müssen wir uns dann nächstes Mal nochmal umschauen. Wir gehen erstmal zurück und hoffen, dass es unseren Freunden gut geht. Palve ist zurück. Und es müsste Tag 2 folgen. Tag 2. So, Palve ist zurück. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Nacht. Die Nacht war ruhig und hier sehen wir, was wir alles mitgenommen haben. Und wir machen weiter. Okay, das heißt, wir gehen gleich mal hier hin. Ist besser, sie nicht zu provozieren. Okay, und wir bauen auf jeden Fall ein Bett. Ein weiteres Bett. Wo ich natürlich gar nicht weiß, wo wir das hinstellen sollen. Gleich hier oben? Nee. Nee, ich mache mal nochmal zurück. Ich will erstmal... Das ist nicht hier. Wir machen mal erstmal hier weiter. Haben wir jetzt das beendet? Haben wir jetzt den Dietrich? Ja, haben wir. Und wir machen mal das hier unten erstmal frei. Dann können wir da unten nämlich noch ein Bett her... Na, kann ich sie anwählen? Ja. Dann können wir hier unten nämlich noch ein Bett herstellen. Hinstellen, nicht herstellen. Herstellen machen wir das ja gleich. Und er kann hier oben ja auch nochmal irgendwo was öffnen. Diese Tür. Vielleicht können wir aber auch erstmal eine Schaufel herstellen. Dann geht nämlich... Ja, das könnten wir machen. Ich hoffe, wir haben dann auch noch genug Materialien. Stellen mal die Schaufel her. Dann kann sie nämlich mit der Schaufel hier schneller arbeiten. So, wo ist eigentlich... Ach, sie schläft noch. Gut. Geht's den anderen eigentlich? Schlecht geschlafen, hungrig, natürlich. Hungrig, müde. Hungrig, krank. Hungrig, müde. Es ist 9.10 Uhr. Wir haben noch genug Zeit. Das heißt, sie macht jetzt bitte erstmal hier frei mit der Schaufel. Und... Palve kann jetzt bitte schon mal das Bett herstellen. Das war natürlich wieder falsch. Dann müssen wir dahin. Halt! Mach weiter. Nein! Oh, verlassen. Ich bin schon wieder zu schnell hier unterwegs. Na gut, dann kann ja eigentlich erstmal er was essen. Ein bisschen haben wir ja was. Wenn es roh ist, aber... Nimm dir mal was. So, sie hat jetzt hier aufgeräumt. Das heißt, Palve, stellt mal bitte ein Bett her. Jetzt irgendwie hier unten platzieren. So, und du guckst mal in den Schrank. Ist abgeschlossen. Okay. So, ein zweites Bett. Dann kann er sich nämlich gleich mal schlafen legen. Er ist zwar immer noch hungrig, aber... Und sie kann ja mal gucken, ob wir vielleicht doch jetzt schon eine Kochecke hinrichten können. Damit wir besseres Essen herstellen können. Und er geht dann einfach mal schlafen. Kochecke, ne? Primitiver Herd. Dann haben wir so gut wie keine Materialien mehr, aber das müssen wir jetzt einfach mal herstellen. Und den stellen wir natürlich in die Küche. So. Du gehst bitte schlafen, Anton. Obwohl eigentlich Palve schlafen gehen müsste. Nee, aber wir machen Anton. Anton. Schlafen. Und Palve. Guckt mal bitte dort nochmal. So. Wir könnten noch einen Dietrich herstellen. Oder was können wir da herstellen? Verbrauchsgüter brauchen wir noch nicht. Da brauchen wir natürlich erstmal diese anderen Sachen für. Ihr Magen knurrt. Kann sie denn schon was kochen mit dem, was wir haben? Ich glaube nicht. Ach, da brauchen wir diese Sache. Okay. Da
dann, wie können wir die denn herstellen? Mit Bestandteilen und aus Büchern. Ich weiß jetzt nicht, was wertvoller ist, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das haben wir in dem Raum ganz viel gefunden. Aber ein so ein Ding nützt uns jetzt, glaube ich, gar nichts, ne? Wir haben ja gar keins. Wir bräuchten zwei. Das ist also erstmal Quatsch. So, was macht denn hier unsere gute Slatter? Sie müsste eigentlich mal jetzt aufstehen. Ich kann mal auch eins essen. Dann kann nämlich sie erstmal schlafen gehen. Ein bisschen zumindest noch. Es gibt in dem Viertel nichts mehr, was man abreißen könnte. Also hat das Militär das Interesse verloren, sagt Palve. Und Palve kann ja mal da oben ein bisschen ran. Was ist mit ihr? Die Leute sind nervös und misstrauisch geworden. Es ist besser, sie nicht zu provozieren. Warum legst du dich nicht hin? Ich habe genug Schlaf gehabt. Ach so, sie hat schon geschlafen. Stimmt natürlich. Dann wäre es eigentlich sinnvoller, wenn sie das hier macht. Und Palve mal schlafen geht. Ach so, sie will schlafen. Na gut, dann legt sie sich hin. Palve, halt. Halt. Stopp. Bleibe bitte stehen. Dann kannst du doch weitermachen. Jetzt haben wir natürlich keine Aufgabe für unsere Sveta. Weil herstellen tue ich jetzt erstmal nichts weiter. Oder kommen wir hier raus? Ach, hier könnte sie ja weitermachen. Haben wir doch noch eine Aufgabe gefunden. So, Palve, gucke mal bitte in den Schrank hinein. Er ist natürlich auch abgeschlossen. Wie wunderprächtig. So, hier oben ist aber alles getan. Da gibt es nichts. Er ist ausgeruht, glaube ich. Dann kann Palve schlafen gehen. So, Sveta ist fertig. Hier unten ist noch ein Schrank. Oh, oh Mist, die Nacht kommt schon wieder herein. Die Nacht planen. Okay, das heißt natürlich. Sie hatte schlecht geschlafen, aber sie hat geschlafen. Er ist hungrig, immer noch krank. Also sie muss immer noch im Bett schlafen. Er darf auch im Bett schlafen. Er ist müde, er muss jetzt im Bett schlafen. Er kann jetzt nicht mehr plündern. Ist aber eigentlich ungünstig, da er mehr tragen kann. Also sie steht Wache. Komm, eine Nacht müssen wir noch mit ihm plündern gehen. Und dann kann er schlafen. Plündern. Er schläft im Bett. So machen wir das. Und wir gehen jetzt nochmal in das verlassene Haus. Wir haben zwar jetzt hier zwei neue Sachen, den Supermarkt. Da gibt es auch eine Menge. Da ist aber Gefahr. Da gehen wir auf keinen Fall hin. Wir haben noch keine Waffen. Und wir haben die bombardierte Schule. Die wäre auch okay, aber diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt, aber Holz und andere Materialien können in Schutt gefunden werden. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Genau, da werden wir eine Schaufel mitnehmen müssen. Hier im verlassenen Haus braucht man, glaube ich, erstmal gar nichts mitnehmen. Und da werden wir auch hingehen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, das werden wir jetzt noch tun. Wir werden vorsichtshalber die Schaufel. Nein, wir nehmen nichts mit. Wir gehen gleich plündern. Da gab es so viele Sachen, die packen wir uns jetzt einfach alle wieder ein. So. Mach mal hier so den Bildschirm. Das ist hoffentlich die Maus. Alles nehmen. Ist das jetzt die Maus oder ist das nicht die Maus? Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Muss mal reingucken. Ne, geh hoch, Palve. Aber es müsste die Maus doch sein. Ja, das ist die Maus. Gut. Ich glaube, wäre das nicht die Maus gewesen, dann wäre das sowieso schon vorbei gewesen jetzt hier wieder. So, aber das Haus ist verlassen. Wir nehmen uns hier alles mit. Erstmal wieder alles einstecken und dann wieder aussortieren. Alles nehmen. So, nach oben bitte. Schauen. Okay. Auch hier wieder alles nehmen können wir nicht. So. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen das elektrische Teilchen mit. Und den Rest erstmal nicht. Gucken nochmal in den Kühlschrank.
Da nehmen wir jetzt am besten. Brauchen wir denn? Brauchen wir alles? Aber ich glaube, ich packe nochmal ein bisschen Holz weg. Nehme ein bisschen Zucker mit. Und die Kräuter. Aber ich schaue jetzt auch erstmal noch. Da hinten wäre auch nicht schlecht. Da nehmen wir beim nächsten Mal die Schaufel, glaube ich, mit. Guck mal hier nochmal rein. Da wären diese Teile und das. Ich glaube, da wir das hier erstmal gar nicht brauchen, lassen wir das und nehmen erstmal sowas mit. Das ist hier oben. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn sie das lesen, suchen sie nicht nach mir. Okay. Irgendwas ist hinter dem Haus vergraben. Können wir nochmal durchschauen? So, hier ist noch so ein Teilchen. Gucken wir mal kurz hier durch. Alles ruhig. Tür ist abgeschlossen, okay. Gehen wir nochmal nach unten. Wie spät ist es? 11.10 Uhr. Okay, ich werde jetzt einfach hier noch was rausnehmen und dann gehen wir zurück. Und dann ist nämlich gleich auch die Folge zu Ende. Und wir nehmen mit diese Teile, weil damit können wir uns ganz viel nützliche Sachen herstellen. Okay, dann werden wir zurückgehen. Und könnte sein, dass die Folge vielleicht ein paar Minütchen kürzer ist, aber das muss ich jetzt leider so tun. Ach. Jetzt haben wir ja die Notiz gelesen und jetzt ist hier die Waffe. Kann das sein? Richtig. Aber die können wir jetzt auch noch gar nicht reparieren, glaube ich. Aber dann hätten wir schon mal eine Waffe und wir hätten Waffenteilchen. Wäre eigentlich auch nicht so doof. Müssen wir ein drittes Mal noch mal herkommen, glaube ich. Ja, ich will jetzt hier nicht so viele Teile wegschmeißen, ehrlich gesagt. Nee, wir machen das beim nächsten Mal. Das müsste da liegen bleiben. Wir gehen zurück und hoffen, dass alles in Ordnung ist. Und hoffen, dass wir uns jetzt so erstmal was herstellen können, was nützlich ist mit den ganzen Teilen. Palve ist zurück und es beginnt der nächste Tag, Tag 3. So. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Und hier ist auch alles ruhig. Nein, wir wurden ausgeplündert. Und das schon in der zweiten Nacht. Na, wie herrlich. Wir wurden nachts angegriffen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Sveta wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Palve war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Sveta wurde leicht verletzt. Das heißt natürlich, dadurch, dass Sveta jetzt verletzt wurde, können wir natürlich in der nächsten Nacht jetzt nicht nochmal in das verlassene Haus, sondern wir müssen irgendwo hin, wo wir auch Medikamente und Verbände vor allem herkriegen, damit wir Sveta ein bisschen verarzten können, glaube ich. So, aber ihr Lieben, das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da, wenn ihr mögt. Und wenn ihr wollt, seid dabei, wenn es hier weitergeht mit This War of Mine, die zweite Staffel von mir. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, eure Aschna. Tschüss.